So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da sind wir jetzt in St. Georgen beim Walsermoor im Bustertal. Und da habe ich jetzt die zwei Wetterschmecker kennengelernt. Und von dem möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Die erzählen euch was über das Wetter im Frühjahr, im Sommer und bis in Herbst eine. Ja, liebe Benutzer der neuen Jürgener App, es ist ja nicht so leicht, das Wetter immer richtig vorherzusagen. Und deswegen möchte ich unsere zwei Wetterexperten jetzt einmal fragen, wenn es ums schöne Wetter geht, wie ist das? Was nehmt ihr da für Kriterien her, um das Wetter zu beschreiben? Ja, wenn es in der Früh die Wolken einzieht, dann wird es schön Wetter. Dann ist viele Tage schön Wetter. Dann kann man mehr heimmachen. Ja, und sind wir halt wirklich recht, wenn man noch zuhauert. Dass man auch einmal mehr meint und sagt, ja, jetzt lassen wir mal gehen und hoffen, dass man alles trocken hinbringt. Wie ist das für euch? Im Frühjahr zum Beispiel, da habt ihr ja fürs schöne Wetter andere Kriterien als im Sommer. Das Frühjahr unterscheidet sich ja dadurch, dass ihr sehr oft auch mit Regen sehr zufrieden seid als Bauern und Leute mit Grund und Boden zum Turn haben. Ja, es soll eigentlich schon, gell, Franz? Ja. Weil, na, wächst dort viel mehr, wenn es also das Wetter in langes gut ist und auch Regen. Und danach war er recht, wenn es Schiene war, dass man alles zusammenbringt. So einfach, wie unsere zwei Wetterexperten sich das vorstellen, ist das meistens aber doch nicht. Und das werden wir uns jetzt an einem anderen Schauplatz auch noch einmal genauer anschauen. Hab ich gedacht, das heißen. So, da sind wir jetzt ein bisschen an einem anderen Ort, an einen besonderen Ort angekommen. Jetzt müssen wir auch über das reden, was nicht so schön ist, wenn nämlich das Wetter nicht gut ist. In dem Fall ist natürlich auch für die Bauern und für die bäuerliche Welt, für Feld und Wald nicht gut. Und dazu möchten uns die Wetterschmecker jetzt auch noch einmal ein paar Kriterien sagen, die zu dieser Wetterlage gut dazu passen. Ja, das ist unsere Arbeit. Das ist unser Beruf. Wenn es Schönwetter ist, geht es gut. Und Letztwetter ist, dann ist alles daneben. Jetzt sag ich mal, höre beim Schneedruck. So viel Schnee ist noch nie. So viel Wald ist noch nie gedruckt worden wie höre. Das ist am mehrischen Schnee. Das ist Schlechtwetter. Ja, und was du mal da wieder hörst, dass für den Bauern viel mehr Arbeit ist. Halt. Als ist, kann man auch nicht so viel Holz hacken. Und wenn es auch ist, im Winter, sei es im Winter oder auch im Sommer, wenn es da eine Woche, 14 Tage, halb noch gleich regnet, weil Heiz im Mann war oder Ding, das ist unausdenkbar, was dann wie langsam sein Mausen hat, gell Franz? Ja. Und wenn Unwetter und Hagel kommt, was macht man dann? Was gibt es da für Möglichkeiten? Nix. Prozessionen. Ja. Was auch ein Ding ist, dass man halt bittet um ein gutes Wetter. Bittwetter. Wird da auch. Wird der Leiden angeschiert oder ein Ballenbesen oder wird der Frauenbesen angeschiert noch oder ist das heutzutage nicht mehr so der Brauch? Jawohl, das war schon auch noch getan. Wohl. Und früher haben sie viel Wetter geleitet. Wenn es geblitzt hat oder wenn es schlecht Wetter gekommen ist, dann sollen Wetter geleitet. Und das hat dann meistens geholfen? Ja, oft. Ja. Und bei uns ist es auch ziemlich gefährlich, wenn so eben über so einen Böck hin die schwarzen Wolken kommen. Da wischt es meistens gar Robin. Fast so könnte man sagen, wie das doch da, dass jetzt einige Wetter mitmachen hat müssen. Ja. Das Wetter das doch hat schon ein paar Mal Wetter und Kirscht. Ein paar Mal das Wetter mitgemacht. Muss man sagen. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie sehen, auch mit dieser Situation kommen unsere Wetterschmecker
völlig problemlos zurecht. Scheint das Fest im Januar, so kommt bestimmt der Februar. Da schreitet mutig frühlingswärts, ich sag euch gleich, dann kommt der März. Tut der April auch was er will, dann steht das Jahr nicht deshalb still. Es kommt dann, wie auch immer sei, der schöne Wonnemonat Mai. Und dann nimmt das Jahr so seinen Lauf. Ich sag, wie es ist, ich nehm's im Kauf. Heilig drei König, sonnig und still, Winter vor Ostern nicht weichen will. Auf trockenen, kalten Januar folgt viel Schnee im Februar. Wenn im Jänner Gewitter toben, dann gibt's im Jahr nicht viel zu loben.